Okay, der Einschuss. Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen sehr einfach. Warum ist das hier wie so ein Kreuz aufgebaut? Hier passiert doch noch was, oder? Okay, die Gegner... Wow. Ein Checkpoint? Bin ich jetzt ernsthaft den richtigen Weg gegangen? Finde ich jetzt ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Oder die haben hier bei dem Levelabschnitt irgendwie den Checkpoint mit eingebaut. Na? Das ist eine Sackgasse hier, ne? Wo kommen die denn alle her? Haben die sich hier in den Ecken verschanzt? Wahrscheinlich ja. Naja. Wir gehen jetzt hier einfach durch. Würde ich sagen. Dass die sich da auch immer alle wieder hinbeamen müssen. So, mal gucken. Da hinten ist ein Vetter. Den haben wir besiegt. Meine Waffe ist leider bald leer. Ich nehme mal die Pistole zur Hand. Statue? Da hinten. Mal gucken, wie viel Schuss der braucht. Alter, braucht der viel! Oh nein! Warum? Warum müsst ihr denn immer alle wiederkommen? Okay, jetzt kommt der richtig große. Boah, ey. Finde ich immer ein bisschen schade, dass die Gegner hier nicht tot bleiben, sondern irgendwann wiederkommen. Okay. Da will ich nicht runter. Hier ist die Tür aufgegangen, jetzt wo ich den besiegt habe. Okay, das war ja jetzt keine Herausforderung. Aber ich höre hier irgendwas. Ah ja. Der Big Boss sozusagen. Okay, der ist jetzt so blöd rumgelaufen. Aber der hätte uns richtig übel Schaden zufügen können, wenn er gewollt hätte. Ich sag doch, das Spiel wird noch schwerer. Uah! Wer kommt da? Okay. Hinter mir auch nochmal. Wehe, es kommen hier die Dicken. Also hier die hier wieder. Hä? Was? Nein, nein, nein. Du wirst mich nicht... Warum treffe ich den nicht? Das gibt's doch nicht. Hat der ein Schutzschild? So. Was? Okay, der ist unter mir gespawnt. Erstmal die Explosivmuni einsammeln. Wo ist der? Hallo? Hi! So. Ich habe nur noch einen Rüstungswert. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das schimpfen soll. So, 12 Muni. Ach ja, wir haben ja den Rucksack. Manchmal. Moment. Steht hier noch wer? Ausweichen! Wo habe ich denn diese Skills her? Ah! Okay. Das hat gerade so funktioniert. So, jetzt muss ich hier nur durch. Ach du Scheiße, wenn mich die Dinger erwischen, bin ich tot. Jetzt! Oh mein Gott. Hier gibt's erstmal...
Das ist der Schlüssel Nummer 1. Jetzt verstehe ich. Ich bin jetzt also ein bisschen anders. Was? Ein Schlüssel in diesem Level zu finden. Ah, das zeigt er mir sogar an. Das habe ich nie bemerkt. Okay, wir müssen jetzt eigentlich nur noch die Sonne finden. Die dürfte für Level 6 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir müssen halt noch ich will sagen Triforce, aber das ist es ja nicht. Das Chronozepter müssen wir noch finden. Oh, wie komme ich da hoch? Kann ich so weit, also so hoch springen? Ich probiere es mal. Nein! Okay, das ist jetzt meine Frage wurde gerade beantwortet. Verdammt! So. Dann gehen wir da nochmal hin. Jetzt leben sie bestimmt wieder alle, oder? Okay, da ist niemand. Das ist schon mal gut. Lalalala. Lalala. Wie komme ich denn? Muss ich jetzt wieder zurücklaufen? Wahrscheinlich ja. Das Blöde ist jetzt halt, dass mein Rucksack weg ist, aber da ist jetzt auch egal. Hä? Wieso habe ich jetzt 12 Schuss? Habe ich den jetzt nicht verloren? Nur wenn mich die Gegner selber umbringen und ich nicht vor Blödheit runterfalle? Oder liegt das jetzt wieder an dem Schwierigkeitsgrad? Das könnte natürlich sein, dass das daran liegt. Und wir müssen jetzt, glaube ich, zurück, oder? Was wirkt danach? Ah, ich muss mich bestimmt von diesen Säcken hier, die zur Seite gehen, treffen lassen, damit ich dann darüber katapultiert. Oh, nee. Das ist mir. Nee. Mir einfach zu riskant. Guck mal, ich krieg noch nicht mal solche Bilbo-Sprüche. Sprüche vor allem. Sprünge hin. Ja! Das hat geklappt. Und jetzt auch nochmal. Das hat auch gerade so geklappt. So, dann lass uns mal zurückgehen. Also der Checkpoint war dafür da, dass wir hier drinnen einfach nicht so einen weiten Weg dann haben, bis wir wieder hierher laufen. Es geht also noch. Hier springt wieder wer? Wo kam ich denn her? Ich glaube von hier, ne? Ja, von hier kam ich her. Jetzt müssen wir hier erstmal wieder raus. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum-dum-dum. Und da ist der Ausgang. Ups. Und rein da. Oder raus da, wie man es auch immer nennen mag. So. Jetzt will ich mal eben gerade gucken, ob ich da eigentlich an derselben Stelle rauskomme. Müsste ich eigentlich. Oder? Okay. Ich komme. What? Was ist denn das da? Okay. Also, hier komme ich nirgendwo hin. Das war schon der Hauptweg. Was ist das da unten? Ist das eine Arena? Das wirkt danach. Oh, oh. Da muss ich bestimmt reinspringen, um zum Chronozepter zu kommen oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es einfach mal herausfinden. Alle Mann zusammen. Die Aufnahme läuft auch. Das ist sehr gut. Ich musste mal gerade gucken, weil ich jetzt gerade total unsicher war. Ach, hier gucke mal. Ich weiß gar nicht, wie nannten sich denn diese Saurier hier? Boah, hält das Viech was aus, ne? Da oben ist der Granatwerfer, oder? Es sieht so aus. Ich glaube, das ist der Granatwerfer. Huh! Von wo werde ich beschossen? Ach, von da oben. Schießen ja mit sehr scharfer Blasrohrmunition. Nee, das ist falsch. Pfeile, die aus dem Blasrohr kommen. Mann, jetzt haben wir es aber mal langsam. Ah, das Viech ist wieder da. Okay. Es soll ja nicht langweilig werden.
Das hat ja auch so gerade so funktioniert. Was ist das denn? Oh nein! Mann! Beim Umfallen hat er irgendwie mich erwischt. Falls ihr jetzt denkt, ihr habt eine Steam-Nachricht bekommen, ich habe gerade eine gekriegt. Was ist das? Granaten! Das ist eine Schachtel Granaten! Okay, wir kriegen also einen Granatenwerfer. Nur erstmal da hinkommen, das wird lustig. Da. Bams. Das ist doch wieder so ein Schamane. Normaler Mensch hält nicht so viel aus. Okay, er ist tot. Ach, gucke mal an. Hallo, Raptor. Voll in den Schwanz geschossen. Da hinten ist noch einer. Das hat auch funktioniert. Weißt du, jetzt packt er seine Skills aus, ne? Naja. Ich frage mich. Zwei Lebenspunkte nochmal bekommen. Hier ist ein Speicherpunkt. Was? Wie, was? Hier ist ein Weg. Okay, wir speichern jetzt erstmal. Nein, wir nehmen nicht den, wir nehmen den hier. The Ruins. So, weil wir sind ja bei den Ruinen. Wo komme ich? Da werden wir gleich gucken. Ich will erstmal hier unten gucken, ob ich hier vielleicht irgendwas vergessen habe. Okay, 3 Explosivmunition braucht er. Das ist schon... Ah ja. Wieso ist da dann Weg nach oben? Kann ich in die Lava? Später? Kann das sein? Gibt es da vielleicht ein geheimes Geheimnis? Hier ist ein Portal. Jetzt wird das langsam echt ein bisschen schwierig, sich zu entscheiden. Weil es gibt hier mehrere Wege. Und das ist hier gerade aufgegangen. Das sieht mir aber so aus, als ob es da weitergeht. Wie viele Portale sind denn da? Auf einen Haufen. Bist du denn bescheuert? Die habe ich ja noch nie gesehen. Gute Nacht. Der nächste bitte. Was kann ich hier jetzt machen? Okay. Ich mache mir hier quasi gerade einen Weg. Bleiben die Dinger denn oben? Wie komme ich denn da jetzt hin? Kann das vielleicht sein, dass mich dieser Weg dahin führt? Wir müssen da gleich mal genau gucken. Komme ich hier hoch? Ja, ich würde hochkommen. Kann ich einfach durch einen Holzbalken fallen? Wahrscheinlich ist er so spröde, dass er durchbricht. Und hoch. Und da ist noch ein Weg. Jetzt wird es aber langsam echt unübersichtlich. Wir gehen jetzt mal in dieses... Warte. Wir gehen jetzt einfach mal in dieses Portal. Ach! Gucke einmal an. Na, gucke mal einer Schau. Scheiße. Erstmal schön abstürzen. Ernsthaft? Die gehen wieder runter? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Okay, ich muss da hoch. Nee, wo war denn das jetzt? Da war das. Okay. Kann ich die denn jetzt wieder hochfahren? Ja, geht. Der Knopf ist zwar nicht wieder rausgekommen... Aber ist egal. Und dann kann ich bestimmt von dem Punkt aus zu dem anderen rüberhüpfen. Das müssen wir mal überprüfen. Und. Ups! Und. Ein bisschen Beeilung. Und rein. Wow. Nein! Einmal abgestürzt! Ich weiß nicht, ob das was bringt. Einfach mal Musik. Mit der Musik wippen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau ist. Wahrscheinlich ist es schon wieder runtergefahren. Nein, es ist noch oben. Aber ich kann... Da kann ich doch nicht rüberspringen, oder? Doch, es geht.
So, jetzt haben wir Ultraleben. Jetzt ist nur die Frage. Da komme ich nicht so einfach hin. Wir müssen mal eben schauen, welches von diesen Portalen. Ich könnte mir ja denken, dass. Welches war's denn? Hier oben war, glaube ich, noch eins drauf. Oh! Nee, da waren die Granaten. Wo war denn das? Hier war's drauf. Mal eben gucken. Erstmal gekonnt in die falsche Richtung laufen und dann erstmal vor der Wand stehen, sozusagen. So, lass uns mal hier hoch. Und rein da. Ah ja, jetzt würde ich hier bei dem Leben rauskommen. Aber welches ist es für das Kettling-Gewehr da? Das könnte ja sein. Ich gehe mal jetzt wieder da hoch und gehe mal diesen Weg. Um mal zu gucken, wo wir da hinkommen. Ah ja. So. Der leitet mich jetzt hier lang. Hä? Ich, verstehe gerade nur Bahnhof. Hä? Wo komme ich denn jetzt hin? Wir lassen uns einfach mal überraschen. Wie ist das ja cool? Das erinnert mich so ein bisschen an Indiana Jones, wo der da über diese eine Brücke laufen muss, die unsichtbar ist. Als er dann draufsteht, dass er dann sichtbar wurde. Wir kommen damit zum Granatenwerfer. Oh yeah. Ich freue mich gerade schon. Wie ein Pommes frites, du. Yeah! Na, so habe ich das jetzt aber nicht gemeint. Komm her! Okay, das hat ja gerade überhaupt nicht funktioniert. Yippie! Und du, man sollte auch treffen. Ich verschieße erstmal alles, was ich habe. Hui, der ist aber geflogen. Ich sollte die Granaten ein bisschen aufsparen. Man weiß ja nicht, wofür man sie braucht. So, jetzt haben wir das auch gemacht. Jetzt will ich mal gucken, was hat das hier mit auf sich? Warum sind hier 3 Milliarden Portale? Jo. Okay, ich hab's gefunden. So, ich muss da also hoch, weil ich möchte nämlich gerne wieder Munition dafür haben. Die kriege ich nur. Hep und hep und hep. Yippie. Wie viel habe ich jetzt? 125 wieder. Die werde ich mir jetzt aber auch ein bisschen aufsparen. Vielleicht brauche ich die ja noch. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage dabei. Wann man das braucht. So, Explosivmuni. Kann ich noch ein bisschen was gebrauchen? So, jetzt sind wir voll. Und, wo geht's hier hin? Oh! Okay. Zu einem bösen Buben. Hui! Der ist aber schön geflogen. Also Granatwerfer 1A, muss man da einfach so sagen. So, jetzt ist das jetzt egal, in welches Ding ich reingehe? Hilfe! Warum komme ich da raus? Das ist ja echt fies. Ist es vielleicht der... Also da bin ich jetzt... Wo bin ich jetzt reingegangen? In den hier. Bin ich der Meinung. Was passiert, wenn ich in den mittleren gehe? Komme ich ja auch raus. Gibt es da irgendwo einen Hinweis? Also der mittlere ist es auch nicht. Dann laufen wir mal in den rechten davon. Ja, es war so klar. Oh, jetzt haben wir erstmal alles verloren, was wir so hatten.
Das ist wirklich fies. Das ist ja richtig fies. Das habe ich jetzt aber nicht von dem Spiel gedacht, dass es so arschlochmäßig wird. So, jetzt gehen wir hier rein. Also, irgendeins ist das Richtige. Die Frage ist ja nur, welches? Ich habe aber auch keinen Hinweis oder so gesehen. Dann gehen wir jetzt hier rein. Ah. Wunder, dass wir nicht verbrennen, wenn wir da drinnen sind. Also, wir verbrennen zwar schon, aber normalerweise ist es ja so, puff, bist du weg. So, wie sieht das mit dem mittleren aus? Das ist bestimmt auch nicht. Wusste ich's doch. Springen ist ja auf jeden Fall erforderlich. So. In welchem war ich denn jetzt eigentlich? War ich in dem drin oder in dem? Wir gehen mal in dieses hier. Das war's also auch nicht. Jetzt fehlen ja eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Und eine davon habe ich eben gerade besucht, ich habe es nur wieder vergessen. Also gehen wir mal in dieses hier. 50-50 Chance vertagt. Also ich dürfte bei keinem Gewinnspiel oder so mitmachen, was nur eine 50-50 Chance hat. Also ich würde das auf jeden Fall versagen. Also ist das ganz rechte. Boah!